Das Gute an diesem Raum ist, dass man hier extrem viel Platz hat, auch ein bisschen sich zu bewegen oder vielleicht auch ein bisschen Sport zu machen. Ahoi! Ahoi! Konnichiwa! Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, zum zweiten Daily Vlog, besser gesagt. Ja, die Liegestütze, die sind richtig. Falls du jetzt denkst, dass ich den ganzen Tag geschlafen habe, dass ich nichts gemacht habe. Also ich habe wirklich sehr wenig geschlafen. Ich habe ein paar Stunden geschlafen, auch den Tag schon davor. Ich kann irgendwie nicht richtig schlafen. Ich habe noch in der Nacht den ersten Daily Vlog fertig geschnitten. Dann wollte ich schon frühstücken. Ja, und jetzt gucke ich mal, was der Tag so bringt und was wir jetzt machen. Ich habe heute Morgen mal geguckt, ich war noch wach, so gegen 5 Uhr hell geworden in Tokio. Also hier wird es sehr, sehr, sehr früh hell. Aber auch dafür ein bisschen früher dunkler, so gegen 19 Uhr. Ich habe mich hier schon ein bisschen eingelebt. Der Vorteil ist auf jeden Fall der View. Der View ist echt nice. Nur die Größe des Zimmers ist ein bisschen, ja. Also es geht klar, ich kann hier schlafen, ich kann nur nicht die Sachen so richtig. Also das ist mein Kleiderschrank zum Beispiel. Ist auch ein bisschen tricky, wenn man hier zum Beispiel rausgehen möchte. So ein bisschen, ne? So, guck mal. Aber man soll sich nicht beschweren. Das Hotel hat nämlich eine sehr, sehr gute Lage. Shinjuku heißt es hier und Shibuya ist auch nicht weit. Das sind nur die Viertel, glaube ich, wo auch die Party geht. Und hier gibt es auch einige Sachen zu sehen. Und ich war ja gestern Abend schon mal unterwegs. Hier geht auf jeden Fall einiges. Es ist allgemein so in Tokio. Tokio ist eine Riesenstadt. Ich habe nicht gedacht, dass es so riesig ist. Ein Vorteil gibt es noch und zwar das Bad. Genau, es ist so ein Klo, was ich gerne zu Hause haben würde. Das ist so ein Klo mit Popodusche. Ich selbst habe es noch nicht probiert, aber ich würde es jetzt gerne mal testen, wie sich das einfach mal anfühlt. Und das teste ich jetzt auch einfach mal. So. Konnichiwa und herzlich willkommen zum Klo-Tutorial. Also das ist auf jeden Fall jetzt so die Sitzposition, wie ich auf dem Klo sitzen würde. Also ich muss gerade nicht pinkeln, ich muss auch gerade nichts anderes. Ich möchte einfach nur mal wissen, wie sich diese Popo-Dusche anfühlt. Wie das überhaupt funktioniert. Ich bin ja wirklich ja sehr begeistert von solchen Sachen, weil ich finde ja, ich halte nichts davon, sich immer den Popo mit Klopapier, sag ich mal, den Popo mit Klopapier zu reinigen. Es reibt ja auch die ganze Zeit und so eine Popo-Dusche ist, glaube ich, was ganz Nices. Ich bin auf jeden Fall gespannt und so ein Klo hätte ich, wie gesagt, gern zu Hause. Also man sitzt auf jeden Fall so auf dem Klo, also ich sitze jetzt auf jeden Fall so ein bisschen so, weil ich sehe gerade, dass die Kamera nicht ganz so, ne? Ihr wisst schon, was ich meine auf jeden Fall. Auf jeden Fall sitze ich nicht so, sondern eher so, aber ich sitze jetzt so. Ja. Es gibt einmal Spray, Soft und Bided. Bietet. Ja. Hä? So, jetzt drücke ich mal auf On. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst gerade. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert unter meinem Popo. Zwölf Sekunden später. Ich fühle gerade noch nichts. Ich habe jetzt hier drauf gedrückt auf. Ich glaube, das ist allgemeine Kloreinigung. Jetzt drücke ich doch mal auf Soft, weil ich finde, Soft ist, glaube ich, ganz angenehm. Hier kann man auch die Wasserstärke einstellen. Und ich drücke jetzt einfach mal auf Soft. Ich habe auf Soft gedrückt, es passiert nichts. Ja, bis jetzt ist nichts passiert. Ich drücke jetzt nochmal erneut auf. Okay, ich drücke jetzt nochmal auf Soft. Irgendwann später. Erschrocken, das ist ja. Ich mach grad kein. Das ist ganz komisch, Alter. Das ist echt ganz komisch, Digga. Aber irgendwie. Man muss sich dran gewöhnen. Das ist halt so ein Wasserstrahl, der die ganze Zeit genau an den Po-Loch ist, Alter. Das ist echt strange. Oh, ist das strange. Nicht, was ich sagen soll. Da war gerade auf jeden Fall ein sehr trugvoller Strahl an meinem Po. Ich glaube, das ist ganz cool, wenn man das mal, wenn man dran gewohnt ist.
dass man so seinen Popo sauber macht. Auf jeden Fall war es für mich jetzt ein ganz komisches Gefühl, ehrlich gesagt. Was ich jetzt noch nicht so richtig in Worte fassen kann. Ich werde es die Tage noch weiter mal testen, so. Dann werde ich auch nochmal Spray oder das hier benutzen und die Wasserstärke einstellen. Ist auf jeden Fall ein cooles Klo. So, das hätte ich auch gerne zu Hause in Deutschland, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das war auf jeden Fall das Klo-Tutorial. So, ich bin auf jeden Fall jetzt ready. Heute ist einfach nur der Plan, ein Foto hämmern. Und ich wollte euch mitnehmen und euch zeigen, wie man das am besten machen kann. Ich habe hier hinten ein Stativ drin und eine Kamera und da kann man das alles so machen. Ich habe auch zu der Kamera noch eine Fernbedienung. Also das heißt, man kann auch von Weitem einfach dann ein Foto hämmern, dass man nicht selbst an der Kamera sein muss. Und deswegen gucke ich mal, was da am besten passt, welche Location. Das ist auf jeden Fall der Plan. Und allgemein ein bisschen durch die Ziele laufen. Ich habe mir einen Standort markiert, wo ich hin muss. Ansonsten fahre ich wieder Taxi für 800 Euro. Hämmern wir mal ein Bild oder was? Also ich habe ja noch nicht viel gesehen jetzt hier von Tokio allgemein. Ich bin ja jetzt die ganze Zeit hier in diesem Viertel, wo ich bin, Shinjuku. Aber was ich bis jetzt gesehen habe, ist auf jeden Fall, ja, ich kann das gar nicht beschreiben, es ist auf jeden Fall anders. Es ist sehr, sehr sauber. Es ist richtig sauber. Es ist so wie, es ist sauber. Also es liegt nicht mal irgendwas Kleines da. Okay, ab und zu mal so Zigarettenstummel. Ich finde persönlich, dass zu den Japanern das gar nicht passt, wenn die rauchen. Das passt einfach nicht. Ich verbinde praktisch die japanische Kultur und allgemein alles das mit healthy, so, ne? Gesundes Essen, gesundes Trinken. Einfach gesund. Was ich mich aber wirklich tatsächlich frage, oder was die Frage, die ich mir jetzt gerade gestellt habe, ist, ich finde es richtig schade, dass ich diese Sprache nicht kann, dass ich mich mit diesen Menschen nicht verständigen kann richtig. Also die hier leben, also die jetzt wirklich hier leben, wie die denken und warum die so handeln und was denen so durch den Kopf geht und was sie für eine Lebenseinstellung haben, das würde mich mal schon interessieren. Weil der Mensch an sich interessiert mich und das ist ja eine andere Kultur und ich würde mal gerne diese Kultur besser verstehen. Also ich möchte die richtig verstehen. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen ist es echt schade, dass ich nicht Japanisch kann. Ich glaube, ich lerne es einfach mal und dann könnte ich mich auch mit den Leuten unterhalten. Das ist eigentlich schade. Wenn du zum Beispiel nach Amerika fliegst, kannst du ja mit Menschen sprechen, die sprechen Englisch. Aber wir sprechen sie ja nicht so richtig Englisch. So richtige Gespräche kann man gar nicht führen. Ich finde den Japaner an sich sehr interessant und ich finde es auch echt interessant, wie die mit allem umgehen, mit der Arbeit, wie die so... Wenn ich die Leute so angucke, sind alle so freundlich, so herzlich, so respektvoll. Das beeindruckt mich. Und das ist halt einfach so... Ich möchte wissen, warum das so ist. Also wisst ihr, was ich meine? Wenn ihr jetzt in Deutschland rumläuft oder allgemein, ihr wisst es ja, ab und zu mal hat man so Leute, die so immer so ein bisschen Laune haben, dies, das. Aber hier hat man das Gefühl, dass sie immer gut drauf sind. Und die sind auch wirklich richtig krass crazy. Wirklich crazy. So habe ich den Eindruck auf jeden Fall. Auch wie die reden, wie sie sich kleiden und allgemein so. Ich bin gespannt auf die Zeit und ich suche gerade immer noch einen Spot, wo ich ein Foto hämmer. Aber das wollte ich gerade mal kurz mit euch teilen. Ja? Das sind auf jeden Fall die japanischen YouTuber. So, ich war jetzt mit den Jungs, haben hier ein Foto in diesem Sinne. One moment. Ja. Kabukicho number one body people. Hem-man. Okay, wait. Hem-man. Sag doch, wir verstehen uns. Crazy people, you know what I mean? Yeah. Japanische YouTuber, die sind auf jeden Fall richtig gut drauf. Da soll nur mir mal einer sagen, dass wir irgendwie verrückt sind oder so. Junge, die sind richtig crazy hier. Aber ich finde es gut so. Ich fühle mich so, eher gesagt, ich fühle mich, wenn ich sowas sehe, wohl. Weil ich mir denke, ja man, ihr seid genauso, ihr denkt genauso. Die sind einfach richtig gut drauf, seien sich so, wie sie Bock haben. Sehr sympathisch. Und ich bin jetzt hier im Shinjuku-Chu Park. Diese Geräuschkulisse hat einfach was Dschungelmäßiges, wisst ihr? Und ich mag das einfach so. Auch wenn es ziemlich laut ist. Natur, mitten in der Stadt vor allem. Basketball. Also wenn ich hier bin, auf jeden Fall besorge ich mir einen Basketball und ein bisschen Born, you know what I mean. Und ja, ich suche immer noch einen Spot, aber ich glaube, ich mache das Bild wahrscheinlich abends. Konnichiwa. Was für eine Libelle. Libelle. Ah, you good? Speak English a little bit? English. Ah, yeah, it's YouTube. YouTube? Yeah, it's YouTube. Oh. Yeah, hey. you can say something and I'm from Germany. Oh, Germany. Yeah. You know, Käse? Käse?
Kuchen? Kuchen? Käsekuchen? Käsekuchen? Yeah. My name is Satoru. Satoru? Yes. Hi. My name is and make. No, wait. Yeah, Satoru. My name is Danny. Oh. Wow. This is so original. This is so good. Yes. Okay. Also ich glaube, ich habe jetzt meinen Spot gefunden, wo ich das Foto machen möchte. Ist ein bisschen tricky. Ja, jetzt ist es kurz vor 10. Das heißt, der Verkehr ist nicht mehr so krass. Die Leute laufen jetzt nicht mehr so viel auf den Straßen rum. Also es laufen immer noch viele Menschen rum, aber nicht mehr so krass, wie wenn halt Traffic ist und wenn da einfach viel los ist. Genau da, wo das Taxi da steht, genau da, diese Ecke da, genau da. Da möchte ich das Bild hämmern. Die Kamera wird dann in diese Richtung zeigen. Ich werde davor stehen. Dadurch, dass so viel Verkehr ist und da das Stativ stehen wird ungefähr und ich ja mit Selbstauslöser arbeiten muss und man weiß ja nicht, was die Leute machen, so wenn die da langlaufen oder sowas, habe ich jetzt noch ein bisschen gewartet, bis ein bisschen weniger los ist. Aber genau da möchte ich dann ungefähr das Foto machen. Also was ich auf jeden Fall dabei habe, die Kamera und das Stativ dazu, da kommt die Kamera drauf und dann habe ich noch eine Fernbedienung. Das heißt, dann kann ich halt einfach mit der Fernbedienung praktisch schon mal die Fotos machen sozusagen. Dann muss ich immer zur Kamera hinlaufen oder einen Selbstauslöser machen oder sonst was. Das sind die Sachen, die man dann halt praktisch braucht für so ein Foto. Ich bin gespannt, bin ein bisschen aufgeregt, ne? Weil wenn dann ein Auto langfährt oder irgendwas ist, ist es natürlich nicht so gut. Also ich würde es den Japanern jetzt nicht so zutrauen, aber wenn einer dann einfach sich die Kamera grabt und dann wegrennt, dann kann ich auch nichts mehr machen. Dann muss ich hinterher rennen oder so. Ja, wisst ihr, was ich meine? Hoffen, dass es gut geht. Ich warte jetzt noch ein bisschen und dann würde ich sagen, Foto hämmern. Rucksack da, Stativ ist da. Hier war ja gerade noch das geile Licht. Und das ist jetzt nicht mehr an, leider. Das war nämlich eine richtig gute Lichtquelle. Aber ich habe das mal ein bisschen gecheckt. Wo ein Wille ist, ist auch im Weg. Geht auf jeden Fall noch klar ein bisschen. Natürlich geiler, wenn das noch angewiesen wäre. Aber gut. Die einzige Sorge, die ich mir jetzt mache, ist, wenn das Stativ da steht. Ne, da. Ich gleich da. Erstmal die Autos. Fahren jetzt vorhin nah dran. Oder hier zieht zum Beispiel das Szenario, der Kollege, zack. Muss man halt aufpassen, erstens das. Zweitens, hier laufen Leute lang so, die könnten halt sofort einfach das nehmen oder den Rucksack. Ich weiß auch nicht, ob ich den drum mache. Aber gut, no risk, no fun. Also ich habe jetzt, seit ich hier in Tokio bin, so viele nette Nachrichten bekommen von euch, dass ich es mittlerweile schön finde, dass ich die ganzen Sachen, die ich hier erlebe, mit euch teilen darf, dass ihr praktisch wie mit dabei seid. Ich kann zwar nicht jeden antworten, aber ich schätze sehr das ganze Feedback von euch und auch die motivierenden Worte. Und wenn ihr euch unterhalten fühlt, tut mir das gut und es macht mir einfach Spaß. Es hat mir schon immer Spaß gemacht, Menschen zu unterhalten und zu unterhalten. Und wenn man die dann auch unterhalten darf, dann ist es schön, wenn mir dann zum Beispiel einer schreibt, ja, mir ging es die Tage nicht so gut und ich guck mir deine Sachen an und dann geht es mir besser. Oder wegen mir hast du zum Beispiel gelächelt. Und dann ist das schon sehr viel wert für mich und dann weiß ich das sehr zu schätzen und es freut mich einfach. Und deswegen, ich mache einfach weiter. Daily Vlog 2, morgen auch wieder ein Vlog, übermorgen auch wieder ein Vlog und Freitag auch wieder ein Vlog. Und da bin ich mal gespannt, wie euer Feedback ist. Und ja, ich gehe auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen on the way. Ist ja nachts, ich wollte mal gucken, was heute so geht, so nachts. Also wenn man es jetzt genau nimmt, es ist ja ein neuer Tag, es ist hell, wäre das jetzt eigentlich schon der Anfang vom dritten Teil des Daily Vlogs. Aber das gehört einfach noch in diesem Vlog, weil ich war ja noch nicht schlafen. Sagen wir es mal so, deswegen ist es ja immer noch für mich der aktuelle Vlogtag. Huh? Ich konnte leider nicht filmen. Ich habe mich immer gefragt, warum sind hier alle Leute betrunken so? Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich komisch finde, dass Japaner Alkohol trinken. Also ich meine, jeder Mensch hat ja irgendwo seinen Spaß und macht auch seine Action und so, ist alles gut. Dann bin ich halt durch dieses Viertel hier gelaufen abends und dann habe ich ganz viele Nachfragen bekommen an Massagen. Also da wurde immer gesagt so, wollen Sie Massage? Massage, Massage, richtig aufdringlich. Das war schon komisch. Dann bin ich in so einen Club gekommen und da hat so ein Typ gesagt, ja hier so und so. Kam noch ein anderer Kollege dazu und dann hat er mir das erstmal erklärt, wo ich hier bin. Ich bin hier in einem Rotlichtbezirk. Red Light District, ne? Hier ist praktisch schon wie so die Partyzone und hier sind auch die Crazy People unterwegs. Wenn ich jetzt mal zum Beispiel nach da mache, zum Beispiel, da seht ihr ja, Crazy People. Und wenn man zum Beispiel außerhalb jetzt in diesem District ist, dann trinken die Leute zum Beispiel keinen Alkohol oder so. Das ist nicht so gern gesehen. So, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist einfach hier die Party-Ecke.
So habe ich das auf jeden Fall verstanden. Ja, hier gibt es halt Massagen mit Angebot von Happy End, wenn ihr wisst, was ich meine. Man bezahlt die dann für Massage und ein bisschen mehr und tralala. Ich sage immer so, wenn man für, sag ich mal, sexuellen Kontakt bezahlt, das ist nicht, das ist so, du musst dir ja vorstellen, die Frau macht das jeden Tag, so. Und die hat, das ist für die ein Job, so, weißt du, was ich meine? Ich interpretiere zum Beispiel Sex mit ein bisschen Nähe, Liebe, dass man sich wirklich gut findet. Und dass man dann nicht hingeht und so, oh, ich muss jetzt immer hämmern. Die Sache selbst in die Hand nehmen, anstatt ihr Geld zu bezahlen. Die ganze Action hier, das hier, Shinjuku, Rotlichtbezirk. Das ist schon mal gut zu wissen. Mit dem Typen, mit dem ich unterwegs war, der hat mir auch gleichzeitig gesagt, dass Tokio eines der sichersten Städte ist auf der Welt. Dass er hier gerne lebt, weil es so sicher ist. Aber ich habe auch erst gedacht, der zieht mich so ein bisschen ab. So, du weißt, die Leute quatschen nicht so ein bisschen voll, dies, das und so. Nö, aber war völlig korrekt. Ich habe jetzt wieder nicht geschlafen. Ich trinke jetzt auch schon meinen zweiten Kaffee. Klar, ein bisschen schlafen muss man immer. Aber du musst ja auch dran denken, jetzt in Deutschland ist es ja noch so kurz vor 12. Und so, ich gehe ja meistens in Deutschland immer so 2-3 Uhr ins Bett. Das heißt, ich habe ja noch diesen Rhythmus drin überhaupt. So, bevor sich da der Körper dran gewöhnt, das dauert ja auch ein bisschen. Hier, das ist sowas in der Art. So Bodywash-Kurs, Massage und so, ja, ja. Ist klar. Ja, das ist wie gesagt, ich konnte, wo ich mit dem Typen rumgelaufen bin, nicht filmen. Macht man auch nicht. Und ich würde sagen, das war Daily Vlog Nummer 2. Ihr könnt mir gerne Feedback geben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ansonsten würde ich sagen, bis morgen.